So, moin Chefs, willkommen zurück zu Pokémon Saphir. Ich bin's wieder, euer Matty, und diesmal bin ich wieder alleine. Ja, wir machen jetzt mal so eine Solo-Session hier. Ist ja auch mal schön, ne? Muss ja auch nicht immer jemand dabei rumsitzen und mir ins Gehege quatschen und all sowas. Nee, das ist auch, irgendwann habe ich dann selber genug und ich muss mich jetzt organisieren, weil ich noch nichts zu trinken habe und meine Flasche ist sogar noch zu. Hört ihr das? Ohne Kohlensäure, ne? Das verarsche. Ich habe damals gedacht, ja, warum verkauft man eigentlich Wasser ohne Kohlensäure? Und dann habe ich das erste Mal Wasser aus ostdeutschen Leitungen getrunken und dann, boah. Gott, ne? Schlimm, 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 sowas. Also, haben wir es jetzt? Ja, ich glaube schon. So, was machen wir denn in diesem Part? Ja, wir haben ja jetzt den Orden von Malvenfroh City, das haben wir ja geschafft. Ah, nee, ich habe ja gesagt, dass wir im nächsten Part nochmal hier hochfahren. Ne? Muss ich jetzt erstmal machen. Wartet mal, Kinder, tut mal so, als wäre das jetzt gerade nicht passiert. Jetzt gehen wir hier gerade nochmal fein aus dem Pokémon Center raus, weil ich ja standardgemäß immer im Pokémon Center Schluss mache und dann... Jaha! So, pass auf jetzt, schlechter Witz. Schatz, es funktioniert einfach nicht mehr mit uns. Ja. Habt ihr gemerkt? 0 von 10. So, dann wollen wir mal nach oben radeln. Hier, schön die Leute umfahren. Ist auch schön. Hier gegen den Berg und dann schön über Kopf gehen, ne? Ja, so ein Fahrrad hat eine extrem kleine Knautschzone, muss ich sagen. Ja, willkommen in der neuen Welt. Wir können ja mal ganz kurz auf die Karte gucken. Karte Hönn. Hönnis. Da, schaut mal, hier die ganze Nordkurve, da können wir alles abgrasen hier. Ich weiß gar nicht, wo wir als nächstes hin müssen. Ich bin da gerade so ein bisschen überfragt. Also, ich glaube, hier war eine Arena. Hier war eine Arena, oder wie war das? Ja. Und dann kriegen wir hier irgendwo, aha, ja. Und da. Kann ich eigentlich da hin, ohne die Arena schon gemacht zu haben? Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal in eine Arena zu gehen. Und... die Pokémon, die ich gerade dabei habe, die möchte ich eigentlich nicht in dieser Arena trainieren. Das heißt ja, theoretisch könnte man da ein bisschen mit Baxter rumschreien, aber ich... ja, jetzt mach doch nach oben hier, so, zack. Mit Baxter rumschreien. Ja, den ziehen wir einfach mal nach oben, weil Blitz tötet ja schon relativ stark. Nochmal für alle, die jetzt gerade erst einschalten. Staubsauger und Los Wochos werden nicht trainieren, die sind also so Ersatzbank-Pokémon. Obwohl, Staubsauger ist ja am besten, auf der Ersatzbank ist der ja am besten. Der... nimmt einfach den ganzen Dschungel mit. Nuggets und allen Shit. Alles dabei. Ey, ja, wo waren wir jetzt? Ich glaube, der will gegen uns kämpfen. Könnte es sein? Hi. Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon-Liga um einiges schwerer zu besiegen sind als die Arena-Leiter. Ach, guck mal einer an. Das sind sowieso, die werden meine Freunde in diesem Spiel. Hey, guck mal, ein Star aussehender Trainer und das hier an diesem Ort. Ja, echt jetzt, ey. Kamera ab, allein schon. Treffen sich zwei Cookie-Wüste in der Erstsuppe. Sagt der eine, boah, ist er heiß hier. Sagt der andere dann, ja, du hast gleich reden, mir ist schon meine Verabredung geplatzt. Pia und Udo. Allein schon. So, Baxter und Blitztöte. Das ist... wenn man... das ist mal wieder so eine Pokémon-Krankheit, ne? Wir haben jetzt... oh Gott. Nee, das ist doof. Machen wir mal lieber Fund gegen Flurmel. Ich glaube, das bringt ein bisschen mehr. Wir haben jetzt den Arena-Leiter geknallt. Und wir haben unsere Pokémon auf ein gewisses Level gebracht. Und die Trainer danach, die sind natürlich alle schwächer. Die sind, das ist alles... Würstchen sind das. Das ist sowieso Trockenfutter, das man im Zoo kriegt, um damit die Elefanten zu füttern. Sowas ist das. Jetzt werde ich bestimmt noch paralysiert. Das ist feige, solche Sachen hier machen, ne? Ah, oh, Leute, jetzt ernsthaft. Das ist doch wohl jetzt nicht eure... das ist doch nicht die Strategie. Hier. Beißen und elektrisieren und so. Das ist die Strategie. Und nicht so einen Blödsinn da machen. So, Blitztöle, Baxter. Und Fund, weg das Flurmel. Ja. Ja, haben wir es geschafft. War jetzt nicht so schwierig. Wir haben tatsächlich einen starken Trainer entdeckt. Das ist unser Durchbruch. Allein schon. Udo war ja im letzten Spiel war auch schon da. Da war er noch ein Käfersammler. Jetzt hat er es geschafft, eine Kamera in die Hand zu drücken. Ja, ja, ja. Erstaunlich, erstaunlich. Wer bist du? Ich wusste, wir erleben etwas Außergewöhnliches, als ich dich gesehen habe. Oh, ich schulde dir eine Erklärung. Wir reisen durch das Land und führen mit Trainern Interviews. Würdest du uns auch etwas von deiner Zeit zur Verfügung stellen? Ja, klar, klar. Oh, wunderbar, danke. Okay, wie würdest du deine Gefühle hinsichtlich unseres Kampfes beschreiben? Kurz und nett, bitte. Ist das langweilig oder sowas? Hier so. Hey.
Ups. Ah. Oh yeah. Oh yeah. Das ist er. Oh yeah. Ich bin der Duffman. Moin. Hm, ja, das ist das perfekte Schlagwort. Ich bin davon überzeugt, dass dies eine großartige TV-Sendung wäre. Vielleicht strahlen sie dies im Fernsehen aus, also achte auf das Programm. Okay, man sieht sich. Ich wollte jetzt beinahe schon sagen, dass das bestimmt eine blöde Fernsehsendung wird, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mir die sogar angucken würde, wenn da einfach nur einer steht und oh yeah sagt. Ist auf jeden Fall besser als Markus Lanz. Ich meine, komm. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Markus Lanz, Wetten, dass... Ich finde, das liegt einfach nicht nur an Markus Lanz, dass Wetten, dass irgendwann mal den Bach runtergeht. Ich meine, es ist ausgelutscht. Wie lange gibt es dieses Format jetzt schon? 30 Jahre? So ein Daumen? Ja, sagen wir mal 25 Jahre. Und irgendwann ist es... Du kannst ja auch nicht 25 Jahre jeden Tag das Gleiche machen. Mach's ja nicht. Stellt euch mal vor, du würdest 25 Jahre lang jeden Morgen irgendwas, was vergleichbar ist. Nicht sowas wie Sport, das kannst du ja durchziehen, das geht. Ist zwar Disziplin, aber das kriegst du gemacht. Sagen wir mal, jeden Morgen eine Stunde lang sich einen Farbeimer angucken, wie er in der Mikrowelle immer im Kreis fährt. Das ist Wetten, dass... macht das Sinn? Ich überlege gerade, ich frage gerade mal mich selber, ob das Sinn macht, ob das ein super Vergleich. Ich glaube, das kannst du so stehen lassen. Ja, das geht. Also, stellt euch mal vor, ihr wacht morgens, ihr steht extra eine Stunde früher auf, das muss ja auch noch dazu gesagt werden. Nur um zu sehen, wie diese Farbe in der Mikrowelle rotiert. Ja. Und das guckt ihr euch jeden Tag an. Ja, oder was auch geht, ist euch so ein Schäfchen in die Waschmaschine packen und sich dann davor setzen und immer gucken, wenn das Schäfchen an eine Scheibe gedrückt wird. Also so ein Plüschschäfchen, ne? Ich will jetzt jemanden da zu ermutigen, dass ein echtes Schaf da in eine Waschmaschine steckt. Das ist makaber, das machen wir auch nicht. Oh, jetzt habe ich wieder Schluck auf. Ich muss wieder was trinken. Ich habe heute so eine trockene Kehle. Unglaublich. So, Irene. Oh, du bist außergewöhnlich gut. Ja, weiß ich wohl. Ich habe ja gar nichts mehr zum... Hier, sag schnell. Kann ich da nicht irgendwas davon... Das hier, guck mal, na. Hier. Selbstheilung bei Paralyse. Geht das nicht auch so? Ja, natürlich geht das auch so. Ha! Bin der Gott. Ich kann es alles. Oh Gott. Oh Gott. Ne, ich bin noch Gott. Hey. Ich bin voller Schwung und Elan und mein Pokémon nicht minder. Lalalalala. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass da Tom der Wanderer steht, aber... Nein, Ronald ist auch hier. Das ist der Typ von McDonald's hier, der mit den roten Haaren. Deswegen hat er jetzt eine Mütze auf. Das ist der in klein, das sage ich euch. Das schwöre ich euch nackend in der Hand, der ist das. Kein anderer, nur er. Baxter verursacht Aufruhr. Ja, mach weiter hier. Schrei den komischen Maulwurf-Typen da mal an. Ich meine, was ist dann eigentlich? Ist das ein Gürteltier? Baxter beruhigt sich? Hallo? Der hat sich nicht zu beruhigen, der muss Party machen, Mann. Hier ist Tui-Rave bald wieder. Schön auf AIDA. Und dann steht er da. Ufze, 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 ufze. Den ganzen Tag. Der braucht keinen Schlaf. Nein, der ist... Der braucht das einfach nicht. Mein Pokémon hat ausgeschwommen. Und ich werde auch nicht weiter singen. ja, sollen wir mal hier hin? Der Sonnensturm ist zu stark. Dagegen kann man nicht angehen. Das ist auch so eine Sache, die ich in meinem kompletten Leben niemals verstehen werde. Das werde ich aber erklären, wenn wir soweit sind. Oh, wenn ich eine Träne mit Schwung und Elan sehe, muss ich ihn anstarren. Ja, dann erklär mal einen Staatsanwalt. Route 111, Route 112, ja. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Was gibt es hier eigentlich für Pokémon? Na, erstmal Kinder verprügeln, bevor wir was anderes machen hier. Ich bin stark, ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Ich bin ein nervliches Wrack, aber das muss ja keiner wissen. Ich habe blaue Kniestrümpfe an, weil ich cool bin. Oh, Karel. Ja, wo wir mal wieder beim Gott, weil es ist alles Leitmotiv hier. Leute, das ist live hier. Ich würde es ja selber nicht glauben, wenn ich es nicht sehen würde. Routenschlag. Was lässt sich Baxter eigentlich von seiner kleinen Wischmob da einschüchtern? Ich verstehe es nicht. Naja. Ja, mit 27 ist schön. Jetzt aber nicht sterben. Nur weil du Musiker bist, musst du nicht mit 27 da den Arsch zu machen. Nein, musst du nicht. Du heißt nicht Kurt Cobain. Das machen wir nicht. Geht anders. So.
Ich verstehe nicht, warum Aufruhr bei so vielen Pokémon... Obwohl, das, da widerspreche ich mir ja gerade mal selber. Pass auf, Leute, habt ihr gemerkt, ne? Ja, ich ist... Also, jetzt wollte ich gerade sagen, ich verstehe nicht, warum Aufruhr bei so vielen Pokémon funktioniert, die keine Ohren haben, aber es muss ja funktionieren, weil du ja nur die Moleküle da zum Schwingen bringst und die dann versuchst zu zerreißen. Also, es ist wie zum Beispiel, wenn ihr so in der Disco seid und dann so in der Leber und im Magen spürt, dass das Lied ein bisschen bassert. Und genau das gleiche ist der Auftrag von Baxter, nur dass er diese Schwingung so heftig macht, dass da alles innerhalb des Körpers zerrissen wird. Ja, deswegen ist er im Team und deswegen ist auch cool. Und der kleine Junge heult. Ich habe wieder ein kleines Kind zum Heulen, aber warte mal, ich muss noch einen Strich machen. So. Zack. Einfach vor Freude, Leute, singen. Komm, wir singen zusammen. Ja. Es ist... Nein! Ich bin mir sicher, dass dies keine Pfadfindermädchen ist, sondern das Monster von Loch Ness mit einer richtig fiesen Masche, mir mal wieder 350 abzuzwagen. Ich bin mir sicher. Das ist so. Ich bin gerade ein bisschen... hier, pass auf, hier, Schwalbini, ne? Volltreffer. Das ist schon der Auftakt zum Übel. Baxter verursacht Aufruhr. Ja, mach, komm. Uchi. Als nächstes wird Lombrero eingesetzt. Der kann doch nichts. Guck mal hier. Kleine Lusche. Da. Wo ist er? Mit der Lippe. Ist das die Lippe? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Sieht so ein bisschen aus wie die Budenwärter bei The Legend of Zelda in allen Teilen, die es fürs N64 gab. Die hatten Lippen, weiß ich gar nicht, weißt du, die Spielbuden da gemacht haben, ne? So richtig so. So sehe ich noch nicht mal aus, wenn ich meine Unterlippe komplett über mein Kinn ziehe. Nein! Ja, warte mal, ich versuch's noch. Nee. So sehe ich dann nicht aus. Ich sehe ja noch ein bisschen anders aus. Oh, du triffst die Töne besser als ich. Hätte ich jetzt 350 Pokédollar gekriegt, dann wäre bei mir, glaube ich, was... Schlotberg, Bad Lavastadt oder den Gipfel erreichen Sie mit der Seilbahn? Aber Gott, muss ich jetzt auch noch Seilbahn fahren hier? Ach ja, da war ja auch wieder Enker und oh Gott. Hier lässt mich auch keiner in Ruhe. Ja, moin! Was bist du denn für Chiller, Mann? Sieht aus wie so ein kleiner Öko-Jochen, kann er sein? Was hat der da eigentlich hinten? Seht ihr das Grüne da an seinem Loch? Er hat schon wieder ein Loch. Oh Gott. So, dann hoffe ich mal, dass du nicht stirbst, ja? Ja, weil du musst nämlich mitkommen. Ja, traurig, aber wahr. Wo bist du denn? Hier, Superball! Superball! Hier, go, Vikes! Jetzt wollen wir mal gucken, ob du da drin bleibst. In diesem Pussyball da, in Schlüpferblau und Babyrosa. La, ja... Burmak. Kamaup wurde gefangen. Für Kamaup wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Kamaup ist taub, 0,7 Meter groß und Kamaup speichert fast 1200 Grad heißes Magma in seinem Körper. Wenn es nass wird, kühlt das Magma ab und wird hart. Na, that's... Na, egal. Dadurch wird der Körper dieses Pokémon schwer und seine Bewegungen träge. Möchtest du Kamaup einen Spitznamen geben? Sag ich doch, Öko-Jochen. Ganze Zeit nur am Rauchen, der Typ. Jetzt habe ich gar nicht nach dem hier Geschlecht geguckt. Also Kamaup ist ja, das muss ich jetzt erklären, das war halt neulich, wo ich die super Idee hatte. Ich habe ja meine Liste an Pokémon, die mit ins Team kommen und Kamaup ist eines davon und ich hatte mir gesagt, ich wusste noch keinen Namen für das Vieh. Und dann ist mir eingefallen, aha, das ist doch ein Kamel. Camel? Und was liegt da näher, als ein Kamel einfach mal Marlboro zu nennen, ich meine. Der ist auch so ein bisschen der Cowboy hier, Marlboro. Schreibt man das so? Ich bin kein Raucher, ich habe keine Ahnung. Ich rauche nicht, Freunde. Aber hier, Marlboro schon. Okay. Marlboro. Ja, Freunde, freudiges Ereignis. Dafür trinke ich nochmal einen Schluck Wasser und hier, Prost. Kamaup ist im Team, Marlboro ist jetzt fester Bestandteil unserer Gang. Und Kamaup ist das komplette Gegenteil von Baxter. So, wollen wir uns das beides mal ein bisschen vergleichen hier. So, erstmal Marlboro. Der ist auch so ein bisschen... Der ist so ein kleiner Kiffer. Ich meine, der ist auch so eine... Ja, verhindert Anziehung, Dösigkeit. Der ist einfach zu... Der ist asexuell. Der ist zu blöd, sich zu verlieben. Hä? Was? Brüste? Was soll der denn sein? Und dann kommt da so eine kleine Rauchwolke aus seinem Loch hinten raus. Und pff. Oh. Wesen aber forscht. Das halte ich jetzt für eine kleine... Das ist ja wie bei hier, Pfiffchen, wie bei Eisenbeiß damals.
Hat Angst, ist aber mutig. Was ist der jetzt? Ist neutral. Aha. So. Und dagegen? Er hier nur am Rumbrüllen. Die ganze Zeit Party machen. Und niemals müde. Und Marlboro dagegen? Ja. Weiß ich wohl. Wenn ich heute nicht da bin, dann bin ich eben morgen da. Der ist so ein bisschen der Marvin-Charakter. Kennt ihr noch Marvin aus Per Anhalter durch die Galaxie? Nugget! Ja, geil! Das habe ich bestimmt Flurmel geklaut. Was war das denn? Fragia-Beere. Ach, der nimmt noch ein paar Sachen mit. Das ist ja super. Guck mal hier. Gut. Dann rennen wir mal einfach aus der Wiese hier raus. Und ich gehe nochmal in Richtung Pokécenter. Wir müssen ja im nächsten Part so ein bisschen Marlboro trainieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Und so wie ich das sehe, muss ich das auch noch alleine machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich weiß noch nicht, wo das am besten geht. Ich muss mal einfach mal gucken, was der so an Attacken drauf hat. Ich gucke jetzt 100 Mal da rein. Tackle, Heuler, Glut und zurück. Ja, das ist... Das reicht. Du bist echt fester Bestandteil des Teams. Du, solange du ein bisschen zündeln kannst, ist alles in Ordnung. So, und ich weiß auch ganz genau, wo ich dich hinschicke. Hier in die Agoge. So. Heilen. Ja. Obhut. Ja. Heilen. Aha. So, da haben wir ja schon eine relativ stattliche Anzahl an Pokémon zusammengesammelt. Und im nächsten Part schicken wir einfach mal ein bisschen Marlboro durch die Hecke und gucken, ob der da was angucken kann. Ich weiß es ja noch nicht. Bis dann, Freunde. Wir sind raus und sagen: Leinen los! Was?